an das Verkehrsministerium, eventuell auch an Innen- oder Justiz. Eine größere deutsche Sonntagszeitung hat gestern berichtet, es sei in Deutschland völlig legal, Drohnen über dem eigenen Grundstück abzuschießen, nämlich unter Berufung auf Notwehr. Können Sie vielleicht sagen, ob diese Berichterstattung zutreffend ist? Also über den Abschuss von Drohnen fühle ich mich jetzt außerhalb meiner Zuständigkeit, aber ich weiß nicht, wer dazu was sagen kann. Hoheit sozusagen. Ja, vielleicht können Innen- oder Justiz sagen, ob der Notwehrparagraf ein solches Vorgehen ermöglicht. Ja, da kann ich nur sagen, das kommt auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an. Mir fehlt jetzt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen die Fantasie, mir den Fall vorzustellen und in welcher Art und Weise Drohnen abgeschossen werden. Ja, das könnte man vielleicht mit einer Schusswaffe machen. Es geht ja eher darum, die Darstellung des Blattes ist, wenn Drohnen über meinem Grundstück fliegen und ich dem Drohnenbesitzer auffordere, das zu unterlassen und er tut es nicht, dann darf ich im Zuge der Notwehr diese Drohne mit welchen Mitteln auch immer abschießen. Völlig legal. Das wüsste ich gern, ob das eine zutreffende Berichterstattung ist. Also da kann ich tatsächlich nur sagen, das kommt dann immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an, ob eine Straftat vorliegt oder nicht. Das haben dann die zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu ermitteln. Insbesondere kommt es natürlich auch darauf an, ob derjenige, der die Waffe dort verwendet, um die Drohne abzuschießen, überhaupt im Besitz eines Waffenscheins ist und eine solche Waffe führen darf. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt hier im Allgemeinen nicht beantworten. Müssen wir die Fallkonstellation noch mal kennen. Herr Jung, Sie wollten da auch noch was zu fragen? Es gibt auch andere Wege, außer zu schießen. Aber muss derjenige, der sich bedroht fühlt, dann jedenfalls wissen, ob das jetzt eine Kampfdrohne ist oder eine Aufklärungsdrohne? Also wie gesagt, ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ob eine Straftat vorliegt, ja oder nein, das haben die zuständigen Strafverfolgungsbehörden dann immer im konkreten Einzelfall zu prüfen. Aber das kann ich jetzt nicht hier abstrakt generell bewerten. Und ist auch nicht meine Aufgabe. Kann das jemand prüfen und nachreichen? Nee, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Ob Straftaten vorliegen oder nicht, das prüfen nicht wir oder nicht die Bundesregierung, sondern das prüfen die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Aber Strafgesetzgebung ist doch Bundessache. Das ist richtig, aber wenn Sie jetzt nach konkreten Einzelfragen dann kann ich Ihnen nur sagen, das prüfen dann halt die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Ich kann Ihnen mitteilen, welche Straftatbestände möglicherweise in Betracht kommen oder nicht, aber ich kann jetzt hier nicht dazu konkret stellen, ob eine Straftat vorliegt. Gut, also geht um Anwendung der Gesetze. Herr Wiegold, Sie haben kein Mikrofon, aber jetzt... Dankeschön. Ich verstehe das richtig. Es ist durchaus denkbar, dass der Einsatz von Schusswaffen gegen Geräte, mit denen ich zum Beispiel fotografiert werde, im Sinne des Notwehrparagrafen zulässig sein kann, dass es also eine entsprechende Fallgestaltung geben könnte. So habe ich Sie jetzt verstanden. Nee, ich habe nur gesagt, dass das genau solche Fallgestaltungen sind, die die zuständigen Strafverfolgungsbehörden dann im Einzelfall zu prüfen haben, wie die konkreten Umstände sind. Und da gibt es, denke ich, so viele unterschiedliche Fallgestaltungen, dass ich jetzt hier nicht sagen kann, es ist denkbar das oder es ist denkbar das nicht. Also das kann ich nicht und werde ich hier auch nicht machen, weil es nicht meine Aufgabe ist.